Gut, also ich hatte ja schon in der Einleitung kurz umrissen, um was es gehen soll. Dieses mit der Gerechtigkeit liegt mir halt schon länger im Magen, gerade im politischen Kontext, weil man einfach beobachten kann, jedenfalls ist das meine Beobachtung, dass irgendwie ja alle für Gerechtigkeit sind. Es gibt auch immer ein großes Geschrei für Gerechtigkeit und es gibt ein großes Mobilisierungspotenzial. Man kann sehr leicht eine Debatte völlig dominieren oder auch ins Emotionale bringen, wenn man irgendwie anfängt mit, ja, das ist aber ungerecht oder aus Gerechtigkeitsgründen geht das aber nicht oder so und so muss es irgendwie gemacht werden. Das ist ja aber schon merkwürdig, dass irgendwie alle Leute nur für Gerechtigkeit sind. Also ich kenne jetzt noch keinen Politiker, der sagt, er ist gegen Gerechtigkeit. Deswegen ist ja der Begriff irgendwie auch ziemlich leer. Also der Begriff sagt einem eigentlich ja nichts mehr, wenn jeder dafür ist und jeder was ganz anderes meint. Deswegen will ich das in Frage stellen oder finde ich, müssen wir das diskutieren, noch so mit dem Begriff anfangen. Wir sind ja eigentlich so ein bisschen die Partei, die auch solche Sachen aufbricht. Also, Kinderschänder-Debatte in Anführungszeichen, wo man auch gesagt, diese Emotionalisierung bringt uns überhaupt nicht weiter. Das löst einfach keine Probleme. Wir müssen irgendwie anders dran gehen. So, und ich habe nochmal, ja, ich habe eigentlich zwei grundsätzliche Gerechtigkeitsbegriffe gefunden. Also das sind jetzt natürlich nur zwei willkürliche, vielleicht ausgewählte, die in dem Zusammenhang, finde ich einfach interessant. Also das eine ist so dieses Gerechtigkeitsding, was für mich so ein bisschen die Qualität hat. Dein Stück Erdbeerkuchen ist aber größer als meins. Das ist aber ungerecht. So, das ist also eine Verteilungsgerechtigkeit im Großen und Ganzen. Das ist irgendwie sehr subjektiv in meinen Augen. Das zweite ist, es gibt ja diesen Begriff, die Gerechten unter den Völkern. Ich weiß nicht, ihr habt davon gehört, es gibt in Israel die Gedenkstätte für die Opfer des Holocaust und da werden die Gerechten unter den Völkern geehrt, unter anderem. Und da gibt es eine relativ klare Definition, was damit gemeint ist. Da sind Leute mit gemeint, die unter erheblichem eigenen Risiko Menschenleben gerettet haben. Das ist jetzt überhaupt nicht irgendwie relativ. Also das ist auch so ein Gerechtigkeitsbegriff, den es da gibt. Und ich finde es halt ziemlich fatal, dass man diese Sachen irgendwie in einen Topf schmeißt und dass man so tut, als wäre jetzt die Frage, wessen Erdbeerkuchen irgendwie größer oder kleiner ist, irgendwie auf der gleichen Ebene zu verhandeln wie solche Fragen, wo es darum geht, ob jemand irgendwie Menschenleben rettet oder nicht oder ob er dafür sein eigenes Leben unter Umständen riskiert oder nicht. Cool, okay. Bevor wir dann, also das, ich glaube, mein Problem ist schon so grob deutlich geworden, oder? Mit diesem Begriff der Gerechtigkeit. Es gibt ja diese Diskussion über die Postgerechtigkeit. Ich habe es allerdings jetzt nicht so wahnsinnig verfolgt. Ich finde den Begriff interessant. Was ich bisher dazu gelesen habe, fand ich noch nicht so wahnsinnig. Danke. Fand ich noch nicht so wahnsinnig substanzvoll. Aber diese Idee, dass man im Grunde sagt, wir verabschieden uns ein Stück weit von diesem Gerechtigkeitsding und erkennen einfach an, dass es gewisse Sachen gibt, die sind einfach irgendwie subjektiv. Und wenn ich Gerechtigkeit sozusagen empirisch definieren will, also wie es verwendet wird, dann ist es ja meistens so, etwas ist für mich gerecht, wenn es sich für mich gut anfühlt oder in Ordnung anfühlt. Also, und dann könnte man vielleicht das auch so sagen, also die Situation mit dem Erdbeerkuchen oder was auch immer ist für mich jetzt so, dass es für mich in Ordnung ist. Wenn man jetzt mit Gerechtigkeit Gleichheit meint, dann kann man auch Gleichheit sagen, wenn es einem darum geht. Aber es gibt natürlich viele Fälle, wo Gleichheit irgendwie gar nicht funktioniert. Wir haben das Problem ja nicht nur mit Erdbeerkuchen, sondern mit der Vermögensverteilung zum Beispiel, Einkommensverteilung, diese ganzen Diskussionen, wo immer irgendwelche Gerechtigkeitsargumente kommen und man weiß nicht genau, was die Leute genau einem sagen wollen. Okay, jetzt habe ich noch ein paar Stichworte, wo sich für mich vielleicht diese Frage immer wieder festmachen lässt oder dieses Problem, wo es immer wieder auftaucht. Wir können uns anhand von diesen Stichworten unterhalten oder wir können es auch, vielleicht habt ihr ja ganz andere Aspekte, das ist mir ja wurscht und ich will dann auch möglichst schnell in die Debatte kommen. Das eine ist die Frage der sozialen Sicherheit. Das ist wieder so ein Punkt, bedingungsloses Grundeinkommen, ist das gerecht, wenn jemand Geld bekommt, obwohl er gar nicht arbeitet, bla bla bla.
sind solche Diskussionslinien? Oder wie ist der gerechte Lohn? Ist es dann gerecht? Wir hatten das auch gerade wieder mit Leuten, die sich den wir sind im Stream, die sich sehr, sehr viel Arbeit machen und kriegen dafür keinen Pfennig Geld. Das haben wir bei der Piratenpartei, das haben wir in allen möglichen Organisationen oder Vereinen oder ehrenamtliches Engagement oder was weiß ich. Wie kann man das überhaupt lösen? Kann man das überhaupt lösen? Wer entscheidet, was der gerechte Lohn dann wäre? Wer würde es dann bezahlen? Wir haben, für meine Begriffe ist zum Beispiel das BGE, da geht es bei mir nicht um Gerechtigkeit, sondern um soziale Sicherheit. Und soziale Sicherheit ist auch natürlich nicht völlig exakt definierbar, aber wesentlich mehr als Gerechtigkeit. Wir haben das Problem mit den Mindestlöhnen eben. Und die Frage ist halt, genau, was noch ganz wichtig ist in meinen Augen ist, wie viel verdeckte Machtausübung läuft über diesen Begriff der Gerechtigkeit. Also wir haben meinetwegen verschiedene Mehrwertsteuersätze. Wir haben den ermäßigten Mehrwertsteuersatz. Und der ist halt 7%, der gilt halt für Kartoffeln und der normale Mehrwertsteuersatz ist halt 19% und gilt für Süßkartoffeln. Ist das jetzt ungerecht, wenn jetzt jemand Süßkartoffeln vielleicht lieber mag als Kartoffeln? Oder Babywindeln sind, glaube ich, bei 19%. Ist das nicht irgendwie ungerecht? Weil das ist ja auch ein Grundbedarf. Und wir haben aber, das ist nur so ein Beispiel, wo man... Und wir haben jetzt ja dank der FDP bei Hotelübernachtungen 7%. Wir haben immer da, in meinen Augen, wo große Gerechtigkeitsdinge aufgemacht werden und aus Gerechtigkeitsgründen muss ja dies und jenes irgendwie ermäßigt und steuerbegünstigt werden und dies und jenes. Immer da gibt es die Möglichkeit, dass hintenrum irgendwelche Leute einfach ganz schlicht ihre eigenen Interessen verpacken unter diesem Gerechtigkeitsbegriff und diese Interessen dadurch durchsetzen. Ja, vielleicht noch zuletzt, ich bin eigentlich mal Jazzmusiker gewesen und ich habe immer auch daran denken müssen, wie man in der Band zusammenspielt. Das ist auch total ungerecht, ja, weil das Schlagzeuger ist immer lauter als alle anderen, also wenn er will. Der Trompeter kann immer die schönsten Töne machen und der Pianist hat viel mehr verschiedenes Tonmaterial zur Verfügung und kann viele Töne gleichzeitig spielen, das kann kein anderer. Trotzdem ist es eigentlich nicht interessant, wie gerecht oder ungerecht die Situation ist, sondern es ist halt interessant, wie sich jeder dabei fühlt. Und das ist jetzt einfach schon, wir haben natürlich das Emotionale immer im zwischenmenschlichen Bereich, aber dann finde ich, sollte man es auch so nennen, und dieses Gerechtigkeitsbegriff ist in meinen Augen sehr daneben. Okay, dann würde ich jetzt zur Debatte übergehen. Viele Felder aufgemacht, aber mir ist jetzt mittlerweile völlig unklar, möchtest du darüber reden, wie Gerechtigkeit als Diskursgegenstand in den Piraten verhandelt wird, wie es von den Piraten nach außen getragen wird, möchtest du darüber reden, was Gerechtigkeit ist oder was ist jetzt eigentlich deine Frage an die Runde hier? Alles das. Also ich lehne sozusagen Gerechtigkeit als politischen Begriff ab, weil ich ihn für intransparent halte und für unsachlich und für pseudo-objektiv. Und damit ist er sozusagen geeignet, jede Debatte zu verdrehen. Und wir reden dann nicht über das, über unsere eigenen Interessen, die wir ausgleichen wollen, sondern wir reden über irgendwie angeblich anscheinend höherwertige Interessen. Aber vielleicht irre ich mich auch und ihr könnt mich überzeugen, dass Gerechtigkeit irgendwie doch ein sinnvoller Begriff ist, um was auszudrücken. Und dann wäre die Frage, wie machen wir das? Weil trotzdem bleibt das Problem ja akut, dass verschiedene Leute verschiedene Auffassungen haben von dem, was Gerechtigkeit ist. Und die Leute erwarten von uns irgendwas. Die sagen uns, wir wollen mehr Gerechtigkeit. Was wollen die von uns wirklich? Was wollen wir denen geben? Also mit was können wir überhaupt klarkommen, was die von uns wollen? Und wie können wir das dann kommunizieren? Also insofern sind es alle diese Fragen auch. Was ist denn mit Jura? Mit der juristischen Ausprägung von Gerechtigkeit? Das ist bei dir überhaupt nicht vorgekommen. Gerechtigkeit bei uns in der Gesellschaft wird vor allem durch das Gesetz begründet. Nein. Okay. Das Gesetz ist für Recht da und nicht für Gerechtigkeit. Das ist aber auch ein total interessanter Punkt. Es ist wieder eine dieser Vermischungen, weil das ist die Frage. Viele Leute, ich hatte das schon an der Uni, gab es solche Diskussionen, und die Leute, wenn man das nicht differenziert, man muss eben dann klar sagen, ich meine jetzt, aber Recht, gesprochenes Recht, das ist Gerechtigkeit für mich, okay. Ich würde einfach den Gegenbegriff, oder vielleicht
hilfreich Gegenbegriff, Autonomie einführen. Das gerecht wird es nie zugeben, aber wenn man die Autonomie des Einzelnen stärken kann. Und jedes Gesetz und jede Regelung, die auch die Piraten verabschieden möchten, sollte sich immer daran ausrichten, stärkt es die Autonomie des Einzelnen. Und immer dann, wenn es das nicht tut, muss es einen sehr guten Grund dafür geben. Das ist Kernelement, was alle anderen Parteien immer vernachlässigen. Die stärken nicht die Autonomie, sondern fördern Machtstrukturen, auch Juristen. Das ist eine Machtstruktur. Von oben nach unten, wer mal Prozesse geführt hat, weiß, was da abgeht. Wenn die Leute das wüssten, wenn dann Stream wäre, würden hier mehr Leute auf der Straße sein. Ja? Und zwar, ich meine jetzt nicht Strafrecht oder alles andere, wer das weiß. Deswegen, ich würde mal einfach in die Diskussion zu feuern, Autonomie als Gegenbegriff einbringen. Aber ist möglicherweise gar kein Gegenbegriff. Okay, Ralf? Ja, also mein Konzept an der Stelle ist, Gerechtigkeit ist ein Ideal, das es anzustreben gilt, dass eben jeder die gleichen Bedingungen hat. Das prägt sich im Recht zum Beispiel auch aus. Gleichheit. Dass jeder von dem Recht gleich ist. Ja? Solche Dinge haben wir ja überall. Wahlrecht für jeden zum Beispiel. Okay, haben wir jetzt nicht alle im System, aber solche Dinge halt einfach, dass viele Bedingungen für jeden die gleiche Voraussetzung geben. Und natürlich ist die Entwicklung des Individuums, da kommt sicherlich diese Autonomie wieder ins Spiel. Jeder ist halt individuell, jeder hat einen anderen Werdegang. Dadurch ist das Ideal der Gerechtigkeit niemals zu 100% erreichbar. Aber wir müssen trotzdem schauen, dass wir Wege oder Dinge aufzeigen, dass es halt möglich wird und eben halt, was bei der Autonomie nicht mehr fehlt, ist der Minderheitenschutz. Weil letztendlich liegt man in einem anarchistischen System, dann gewinnt irgendwann der Stärkste. Und das ist das, was wir sicherlich auch nicht wollen. Das kommt jetzt drauf an, wie man Anarchie definiert, aber du hast jetzt zwar gesagt, wir müssen Gerechtigkeit anstreben, aber du hast nur sehr wenig gesagt darüber, was jetzt Gerechtigkeit ist. Du hast nämlich zwar Gleichheit genannt. Ich habe Ideal gesagt. Das ist ein Ideal. Ja, genau, aber das ist ja keine Definition. Das ist ja ein Zirkel. Ja, genau, Moment, es war noch. Also, das ist ja mein Problem ist ja, was meinst du damit, verdammt nochmal? Weil, wenn ich das nicht weiß, dann werde ich dich auch nicht wählen. Also. Man muss mich nicht wählen. Ja, nein, aber dann können wir uns auch nicht vernünftig unterhalten. Du sagst dann halt, ja, mein Ideal ist ja Gerechtigkeit und Gerechtigkeit ist mein Ideal. Ach so. Ja, aber was willst du jetzt eigentlich? Also, das ist für mich das Interessante bei der Sache. Jetzt sind hier Mona, Michael. Ich war nicht der Erste. Oder? Also ich finde, Gerechtigkeit ist immer ein Aushandlungsprozess, weil so wie Erik sagt, gibt es ja immer unterschiedliche Meinungen von dem Begriff Gerechtigkeit. Wie am Beispiel des Erdbeerkuchens hat jeder eine andere Empfindung. Und ich denke, dass jede Gemeinschaft sich den Gerechtigkeitsbegriff gemeinsam erarbeiten muss. Und sich das letztendlich auch in der Politik wiederfinden muss, dass es dort die Möglichkeit gibt, Gerechtigkeit zu definieren und dann dementsprechend politisch zu handeln. Also, Herr Michael. Also zum Minderheitenschutz. Es gibt eine Minderheit, die ist medial sehr stark vertreten. Die hat Gerechtigkeit, ist für sie, wenn sie leistungsgerecht viel Geld verdient, aber wenig Steuern bezahlt. Manchmal auch verdient ohne Arbeit, also mit dem Privileg, ich muss dafür nicht arbeiten, ohne ihn Zwang zu arbeiten, trotzdem noch mehr Geld verdient, als die Leute, die arbeiten müssen. Und die sagen, Gerechtigkeit ist, keine Steuern zu zahlen, ein schwacher Staat, weil ich kann mir den starken Staat ja selber lassen. Und das ist halt sehr, sehr subjektiv. Also das ist so die ganze FDP-Klientel, aber die werden gewählt. Ne? Auch da ist Gerechtigkeit, wenn man eben das. Und das ist eine Minderheit. Insofern kommen wir mit Minderheitenschutz alleine auch nicht wirklich. Also das Gerechtigkeit wird, dieser Begriff ist abgegriffen, vergriffen, wird so umgedeutet, vernebelt, dass er eigentlich gar nicht mehr für den Diskurs eigentlich sinnvoll ist. Wenn ich darauf antworten darf? Ja. Also Minderheitenschutz war jetzt nicht auf eine Elite bezogen, sondern natürlich geht das Ideal der Gerechtigkeit für die gesamte Gesellschaft. Was wir gucken müssen, ist halt, keine Minderheit hinten runterfällt. Und nicht das Gegenteil, die Perversion von Minderheitenschutz, natürlich, wenn eine Minderheit alle anderen dominiert. Das heißt, man muss schon gucken, in welche Richtung man den Begriff verwendet. Ja, aber der Begriff ist so abgegriffen, dass du nie weißt, du musst dir immer wieder erklären, von was reden wir da eigentlich. Bei dem Begriff, der ist so erklärungsbedürftig, dass du ihn eigentlich ohne Erklärung gar nicht mehr verwenden kannst. Aus meiner Sicht. Da hinten waren, ihr müsst euch ein bisschen selber sortieren, weil es waren zu viele für mich auf einmal. Du hast ja angefangen damit, dass du gesagt hast, es wird öfters an uns herangetragen von potenziellen Redern oder sowas.
Und von daher würde ich diesen Begriff jetzt nicht so global diskutieren, sondern wirklich zu gucken, wirklich danach fragen, worum geht es den Menschen denn, die das tun? Und da würde ich sagen, da steht ganz klar das Thema Ökonomie im Vordergrund. Ja? Es geht das, wo zunehmend Leute Probleme kriegen in dieser Gesellschaft, ist das Thema Verteilungsgerechtigkeit, sowohl von Einkommen wie Vermögen. Ja? Das ist das, was damit gemeint ist, wenn Leute mit dieser Frage an uns herantreten. Deswegen fand ich es sinnvoll, im Grunde diesen Diskurs hier jetzt auch auf diese Problematik zu fokussieren, weil sonst würde es extrem sein. Und dass das als Problem, also ich finde es erstmal wichtig wahrzunehmen, dass da offensichtlich ein Problem erlebt wird, ja? Und zwar ein sich verstärkendes Problem. Das ist in Deutschland vielleicht noch nicht so massiv, aber in anderen auch europäischen Ländern inzwischen ist es ja noch viel massiver, wo ganz unmittelbar erlebbar wird, sowas wie das, was ich beitrage zur Gesellschaft und das, was ich zurückkriege, steht in einem Verhältnis, das für mich nicht sich als nicht angemessen anfühlt. So würde ich in etwa beschreiben, was die Problemlage ist. Ja? Und wie wir darauf antworten wollen. Ja? Und sag mal so, ich teile diese Einschätzung, ich finde das auch hochgradig unangemessen, wie Ressourcen verteilt werden innerhalb dieser Gemeinschaft zwischen den Menschen, die was beitragen, dass diese Gesellschaft entstehen kann. Wie die Piraten darauf antworten wollen, auf diese Problemstellung, da gibt es eigentlich noch überhaupt keine, noch kaum Ansätze von Beschlussvorlagen oder sowas. Ich weiß, dass in der AG Wirtschaft oder sowas, Thema Vermögensteuer und Erbschaftssteuer und sowas, dass da einiges diskutiert wird, weil das dann sozusagen relevante Hebel sind, wären, wenn man das wieder direkt übersetzen will, in eine politische Forderung. Hier mache ich jetzt mal kurz. Ja? Ja. Zum Thema Gerechtigkeit würde ich sagen, es ist die richtige Anwendung von Recht und wir haben eigentlich ein gutes Rechtssystem, nur wird das Rechtssystem von Minderheiten ausgehebelt, extrem ausgehebelt. Ich möchte nur ein Beispiel dazu geben. Es gibt den Begriff der Rechtsbeugung, der zum Beispiel durch Justizjuristen und Polizisten regelmäßig stattfindet. Und dazu gibt es ein Urteil vom Bundesgerichtshof, das sagt, minderschwere Rechtsbeugung ist nicht strafbar. Ja, das ist ungefähr genauso, wenn ihr nicht sagt, eine minderschwere Schwangerschaft bringt kein Kind. Ja, und solche Aushebelungen gibt es in allen Bereichen, wo es um deutsches Recht geht. Es steht zwar in den Gesetzen immer ganz genau drin, was ist gemeint, was ist gesagt. Dann gibt es aber die Päckchen Kommentare dazu und dann gibt es immer noch die Urteile vom Bundesgerichtshof dazu, die wieder etwas anderes sagen, wie zum Beispiel 80% Steuern ist kein Verfassungsbruch oder ist nicht rechtswidrig. Das kann es nicht sein, dass man allein über den Gedanken macht, 80% Steuern, dann möchte keiner mehr wirtschaften. Ich sehe es als Arbeitnehmer, ich sehe es aber auch als Arbeitgeber, der ich lange war. Und das ist meine Meinung zu Recht. Wir haben ein gutes Recht, es wird aber von Minderheiten ausgehebelt und das kann nicht sein und da sollte was dagegen gemacht werden. Also wenn es halt ein gutes Recht wäre, dann würde es ja nicht aushebelbar sein. Das wäre jetzt so meine. Dann ist kein Recht gut. Also wenn ich jetzt das Rechtssystem mit allen Institutionen meine, dann müssen die ja gerade, das ist ja der Anspruch, müssen die ja so gebaut sein, dass sie nicht aushebelbar sind. Jetzt waren hier mehrere Meldungen. Nur kurz, das EZB, die kaufen Staatsanleihen gegen die Verträge. Ja, ja. Rule of Law ist aufgehoben. Und die sitzen im Parlament und sagen, oh, ist okay, höhere Güter. Ja, was ist denn jetzt? Offenbar finde ich mich verkreist mit der Abfallentsorgung, dieser vorab gelaufene Vertrag, der, fünf Jahres. Der Plan, den man hier anwendet, und in vielen Bereichen auch anwendet. Die französische Finanzministerin hat. Also, wir haben halt das Problem, dass wir jetzt nur noch 20 Minuten Zeit haben. Deswegen will ich noch mal kurz was sagen. Für mich ist eigentlich, das hattest du jetzt auch, glaube ich, noch mal gesagt, sozusagen deine Definition von Recht ist ja eben wirklich, dass sich die Situation für jeden gut anfühlt. Und das ist für mich eigentlich, um was es dann auch geht. Also Gerechtigkeit meint eigentlich, dass man sagt, die Situation ist für mich, fühlt sich irgendwie gut an. Jetzt hört sich das sehr uncool an, weil man da dann über seine Gefühle redet und es ist ja auch offensichtlich subjektiv.
Und ich glaube aber, diese Gerechtigkeitsgeschwafel, also Entschuldigung, zumindest in Bezug auf solche wirklich einfach Verteilungskonflikte, und es sind ja auch hinter so solchen juristischen Fragen sind ja oft Verteilungsfragen, weil es werden ja Gerichtsurteile gefällt mit finanziellen Auswirkungen und so weiter. Deswegen kann man das auch nicht völlig trennen irgendwie voneinander. Aber wenn man einfach sagen würde, okay, wir wollen einen Zustand erreichen, der sich für irgendwie alle Leute gut anfühlt, dann kann ich damit was anfangen. Dann weiß ich auch, dass ich mit der Subjektivität der Leute umgehen muss. Während wenn ich sage, ich will aber die Gerechtigkeit, dann weiß ich überhaupt nicht, was dabei rauskommt. Weil dann ist wieder die Frage, wer definiert nachher, was die Gerechtigkeit ist. Und das kann eben richtig übel nach hinten losgehen. Also das sind ja auch gerade die großen Volksverhetzer, die auch mit solchen Begriffen wie Gerechtigkeit arbeiten und gearbeitet haben. Okay, vielleicht, ihr könnt übrigens gerne auch nochmal euren Namen sagen, bevor ihr was sagt, dann haben wir es alle mal gehört. Und dann vielleicht möglichst kurz fassen. Ich glaube jetzt war Mona, Christoph? Christian, na, fast. Klaus und so weiter. Ja, also ich bin Mona. Ich wollte noch was zu Macht sagen, weil das von da gerade angesprochen wurde. Macht hat ja auch immer, also ich finde, Macht sollte man immer im Verhältnis zur Ohnmacht sehen, denn ich habe ja das Gefühl, jemand ist welch mächtig, wenn ich mich ohnmächtig fühle. Das ist ja die Diskrepanz zwischen diesen beiden Begriffen. Und wenn es jetzt darum gehen soll, dass die Gerechtigkeit etwas ist, was sich gut anfühlen soll, dann ist das gleichzusetzen mit dem Gefühl, dass ich mich nicht ohnmächtig, sondern dass ich mich mächtig fühle. Und letztendlich, habe ich gerade schon gesagt, landet man dann wieder bei den Aushandlungsprozessen oder ja, bei der Partizipation. Und wenn es jetzt darum geht, was kann die Piratenpartei vielleicht so mit dem Begriff jetzt Gerechtigkeit anfangen, wie kann ja so bestimmt werden, dass er greifbarer wird für die Wähler, für die Bürger, dann ja, würde ich vorschlagen, dass man das auf die individuelle Ebene runterbricht, so wie Erich das vorgeschlagen hat, dass es sich gut anfühlt und man halt Partizipationsmöglichkeiten schafft, was ja auch hier in der Piratenpartei passiert, damit die Ohnmacht aufgehoben wird und sich Machtverhältnisse dadurch verschieben können. Ja, ich finde den Punkt, den jetzt Mona und Erik, du zuletzt gesagt haben, den ich glaube, also das ist der Kernpunkt. Wir kommen um den Begriff der Gerechtigkeit nicht drum rum, also den auch aktiv gegenüber Leuten, die mit uns reden, mit denen wir reden möchten, zu benutzen, weil das ein ganz zentraler Begriff ist, der verlangt wird, weil ein Gerechtigkeitsempfinden zu eine Grundkomponente menschlichen Glücksgefühls zum Beispiel ist. Also man weiß aus der Glücksforschung, dass irgendwie Leute, wenn sie das Gefühl haben, in gerechten Umständen zu stecken, dann geht die Glücksrate hoch. Unabhängig davon, wie viele Leute haben, solange die Grundlagen der Ernährung gesichert sind und sowas. Ja. Dann geht die viel mehr hoch, als wenn die Leute zum Beispiel mehr haben. Das heißt, es geht um individuelles Empfinden. Wir müssen den Begriff annehmen, alles andere ist, glaube ich, wird einfach zu endlosen Begriffsdiskussionen mit Leuten führen, die sagen, ja, aber da geht es um etwas mir Wichtiges. Also der Begriff ist unwichtig, aber es geht um etwas Wichtiges und das ist in dem Begriff enthalten. Deswegen würde ich den Begriff einfach mal sagen, ja, geschenkt, das ist der Begriff, der dafür im Schwange ist, also akzeptieren wir das. Und ich sehe bei den Piraten eine ganz große Falle, das ist die mit dem Rechtssystem. Es gibt eine hohe Implikation darüber, dass Gerechtigkeit entsteht, wenn Recht richtig angewandt wird oder wenn das Rechtssystem in Ordnung gehalten wird. Das ist überhaupt nicht der Fall. Das sind zwei völlig verschiedene Sachen. Recht kann prinzipiell nicht für Gerechtigkeit sorgen. Recht kann einen Rahmen bauen, um Gerechtigkeit zu erlauben. Aber Recht ist immer uneindeutig. Dass in den Gesetzen alles klar drinsteht, wird kein Jurist unterschreiben. Jedes Gesetz, also manche Gesetze sind klar, wenn in einem Gesetz drinsteht irgendwie, wenn in einem Steuergesetz drinsteht, es ist ein Kilometerzuschlag von 30 Cent zu gewähren, dann ist das eine klare Aussage. Aber alle Gesetze, aufgrund derer, also sehr viele Gesetze, die allermeisten und alle grundlegenden Gesetze, sind komplett unscharf und müssen interpretiert werden.
vor Gericht. Das ist die Arbeit des Juristen, sonst bräuchten wir gar keine Juristen, sonst könnten wir das bei Automaten erledigen lassen. Ja. Das heißt, es steht im Gesetz, es steht überhaupt nichts klar drin. Und damit ist auch ganz, also damit ist quasi sichergestellt oder damit ist es unvermeidlich, dass Gesetze keine Gerechtigkeit schaffen können. Sondern die Gerechtigkeit entsteht im Moment der Interpretation der Gesetze. Und das ist ein menschlicher Vorgang. Bei den Piraten sehe ich in den Argumentationen auch nach außen hin und beim Programmbau ganz stark das Problem, dass man sich, dass es ständig auf dieser scheinbar rationalen Ebene der Gesetzeskonstruktion gearbeitet wird und darüber der Aspekt, dass man darüber keine Gerechtigkeit schaffen kann, hinten runterfällt. Ein relativ technokratischer Ansatz, der, ich glaube, vielen Leuten entgegenkommt, weil er wirkt rational, er wirkt überschaubar und der Rest wird ausgeblendet. Deswegen bin ich mit allem, also natürlich ein solides Rechtssystem ist eine ganz wichtige Grundlage, ist ein Bezugspunkt für Argumente, aber ich glaube, der Kernpunkt ist zu sagen, man kann, muss aufpassen, dass man nicht an der Stelle sagt, wenn wir das schaffen, dann haben wir das Ziel erreicht. Dann haben wir nämlich nichts erreicht, sondern lassen wir eine große, ein großes Feld geschehender Ungerechtigkeit trotzdem offen. Ja, ich will nur kurz was einwerfen als Frage sozusagen. Weil du sagst, man müsste aber trotzdem mit dem Begriff der Gerechtigkeit irgendwie hantieren. Könnte man nicht auch provokativ sagen, wir sind gegen Gerechtigkeit, aber wir sind für soziale Sicherheit, wir sind für Gleichheit vor dem Gesetz, wir sind für Minderheitenschutz, wir sind für einen Rechtsstaat, der funktioniert und wo nicht Recht gebeugt wird oder irgendwie gedreht wird. Wir sind für die Autonomie des Individuums und was uns noch einfällt. Also einfach... Ja. Das wäre sachlich richtig, holen die Leute aber einfach nicht bei ihrem Gebrauch ins Wort. Gut, aber ja genau, aber wir sind ja sozusagen schon mit den Piraten, mit dem Parteinamen sind wir ja schon, haben wir ja schon vorgelegt, dass wir eine Partei sind, die erstmal provoziert. Also das ist jetzt aber, müssen wir jetzt nicht zu zweit beantworten, nur als Überlegung, bevor ihr da hinten, glaube ich, irgendwie weiter macht. Du hast ja vorhin die Frage gestellt, was ist mit dem Ausdruck soziale Gerechtigkeit? Und ich denke, die Frage, die du damit meinst, ist, ob wir Piraten gebrauchen sollen. Der Ausdruck soziale Gerechtigkeit, wie du schon gesagt hast, wird ja völlig missbraucht. Wenn einer irgendwas sagt in einer Partei, sagt der andere, das ist sozial ungerecht. Und dann, wenn alle Journalisten mitmachen, ist es danach sozial ungerecht. Ich gucke mir das an und sage, was ist das Wort sozial? Sozial heißt gesellschaftlich. Asozial heißt ungesellschaftlich. Vieles, guckt euch das mal an in den Medien, was da kommt, wo gesagt wird, ist sozial gerecht, da geht es um soziale Gerechtigkeit, ist total asozial, weil es ist ungesellschaftlich. Und ich finde schon, dass wir uns als Piraten trauen sollten, zu sagen, so ein Ausdruck wie soziale Gerechtigkeit, soziale Ungerechtigkeit, den machen wir uns nicht zu eigen, weil der wird missbraucht, der wird instrumentalisiert. Denn so ein Ausdruck wie soziale Sicherheit finde ich total gut. Ich denke, viele meinen mit sozialer Gerechtigkeit und sozialer Sicherheit. Und die wollen wir und die haben wir heute nicht. Also das ist eine Sache, da geht es gerade auch um Gerichte. Die gucken nicht drauf, ob was jetzt irgendwie gerecht ist, sondern von einem Familiengericht geht es um die soziale Sicherheit des finanziell Schwächeren und dass der Jahr nicht Deutschland Hartz IV kostet oder so. Da geht es beim Familiengericht drum. Es geht nicht um Recht. Sondern es geht einfach um soziale Sicherheit. Da soll man es auch so nennen. Dann soll man nicht sagen, das ist ein Familiengericht, da geht es um Familien, da geht es überhaupt nicht um Familien. Wer das Familienrecht kennt, weiß, dass in Familienrichter völlig egal ist, ob der Vater sich um sein Kind kümmert oder nicht. Ja. Sondern es geht ihm nur darum, oder die Mutter, Entschuldigung. Sondern es geht ihm nur darum, dass es eine soziale Sicherheit des finanziell Schwächeren gibt. Ja? Der Ausgleich. Genau. Und die soziale Sicherheit ist dort gesucht, nicht Recht. Die soziale Gerechtigkeit, um zu einem großen Punkt wieder zurückzukommen, würde ich sagen, den Ausdruck sollten wir uns nicht zu eigen machen, sondern wir sollten sagen, das ist Schauschlägerei, das ist Show. Und ein letztes Beispiel, warum Gerechtigkeit so schwer ist, da wollte ich dann Erdbeerkuchen zu nehmen. Wenn da zwei am Tisch sitzen, der eine wiegt 40 Kilo, der andere 80 und dann jetzt gibt es Erdbeerkuchen zu essen. Gebe ich jetzt dem, der 80 Kilo wiegt, das Doppelte, weil der ist ja doppelt so groß, der muss ja doppelt so viel essen, oder gebe ich dem, der 40 Kilo hat, die doppelte Menge, damit er auch 80 bald wiegt. Was ist jetzt gerecht? Ja? Und das ist ein heißes Thema und wie gesagt, ich wäre dafür, soziale Gerechtigkeit als Missbrauchswort zu brandmarken und lieber zu ersetzen, unsere Wortwahl mit zusammen soziale Sicherheit, Autonomie des Einzelnen total wichtig.
und Gleichheit der Voraussetzungen zum Beispiel, finde ich gut. Gleichheit ist ja von der Französischen Revolution, aber Gleichheit der Voraussetzungen finde ich auch ein sehr schönes Wort. Michael und ich wollte noch kurz einmal, es gibt so einen schönen Satz, die Emotion wackelt mit dem Verstand. Das heißt, Gerechtigkeit ist ein rationaler Begriff, aber wenn man beispielsweise in der Politik, dann ist es ein Gesetz, wenn es dem Markt gefällt. Wenn es der Markt aber verrückt spielt, die Märkte uns antreiben, dann kommt die Angst ins Spiel und plötzlich sind Gesetze wie Bailout-Verbot in den Lissabon-Verträgen nicht mehr gültig, weil ja der Markt das nicht zulässt. Es wird also mit der Angst, die Emotion Angst, wird die Gerechtigkeit ausgehebelt. Oder bei der Jugend und jetzt Europameisterschaft, Brot und Spiele, wenn ich meinen Genuss habe, meinen Konsum habe, dann ist mir das mehr wichtig oder wichtiger als der irgendein Begriff von Gerechtigkeit. Also da wird es auch wieder ausgehebelt. Die Emotion ist stärker als der Verstand. Obwohl, ne, und das auch wenn wir politisch agieren, ist das die Realität, die wir auch draußen, ich sag mal beim Wähler, bei der Jugend, bei der großen Mehrzahl der Bevölkerung, da ist nicht Gerechtigkeit, sondern die Emotionen, die momentan wichtig sind, die führen die Merkel, meine Merkel wird immer noch gewählt, ne? Also, hallo? Das ist ja auch, was man Rationalisierung nennt, nicht wahr? Also, dass der Verstand eigentlich irgendwas macht, was gar nicht so richtig rational ist, aber weil er emotional sozusagen dazu gedrängt wird. Ja. Also jetzt in der Psychoanalyse und so. Aber wer reagiert wen? Die Emotionen, wer reagiert den Verstand? Oder ja, letztlich regieren halt die Emotionen. So. Und das finde ich auch ganz wichtig oder problematisch in der Piratenpartei, dass man unterscheiden muss, glaube ich, zwischen, also rational sein ist ja schön und gut, ist auch richtig, aber unemotional sein ist nicht dasselbe wie rational sein. Und unemotional sein funktioniert auch gar nicht, weil Menschen immer emotional sind. Und ich glaube, das Gefährliche sind eben diese Versuche, unemotional zu sein, die sich dann pseudorational irgendwie austoben. Na gut, anderes Thema vielleicht ein bisschen auch. Sag mal deinen Namen bitte. Heinz aus Kassel. Nochmal zum, ich denke, was du gesagt hast, Gerechtigkeit, es geht um Gerechtigkeitsempfinden. Ja? Es geht um das, was die, und da ist natürlich diese subjektive Wertung mit drin, aber natürlich gibt es auch Aussagen darüber oder Studien, wo ist da sowas wie so ein relativ breiter gesellschaftlich getragener Rahmen, was wird noch als gerecht oder im Rahmen von grob gerechten Systemen empfunden und was nicht mehr. Ja? Und in der Regel liegt das so bei Einkommensverteilung von 1 zu 10 bis zu 1 zu 30, das ist noch, also sozusagen, wenn jemand das 30-fache verdient, dann sagen die Leute noch, könnte angehen, so, aber wenn das mehr 100-fache ist, dann ist das für die Leute einfach nicht mehr akzeptabel für deren Gerechtigkeitsempfinden. Das ist einfach so, wenn jemand bei 1 zu 30 bedeutet, dass jemand verdient in einem Jahr das, was jemand anders in einem Arbeitsleben verdient. Ja? Und das ist das, was von an uns herangetragen wird als Diskussion. Ja? Und das ist auch das, wo die Piraten sich irgendwann zu werden verhalten müssen, zu dieser Frage. Und zwar völlig korrekterweise wird diese Forderung gestellt. Ja, aber unsere Frage ist ja, mit welchen Begriffen wir da arbeiten. Okay, jetzt mal Matthias, dann Linda. Linda? Linda. Okay, erst Matthias, glaube ich. Ich wollte nur ganz kurz darauf antworten. Also das ist ja sehr relativ und zwar erstens mal eine Standpunktgeschichte, nämlich derjenige, der 100 mal mehr kriegt als derjenige, der einen Faktor 1 bekommt, wird das auch gerecht finden. Und das Zweite ist, es ist auch wieder eine Frage des Standpunkts. Also ein Mensch, Indien, Pakistan, ein Billiglöhner, der wird einen Hartz-IV-Empfänger hier als sehr außerordentlich reich betrachten und auch da eine Ungerechtigkeit sehen. Und natürlich muss man sich als Partei dazu verhalten, aber das ist ein relativ komplexes Thema. Wie überhaupt das Thema Recht und Gerechtigkeit ein relativ komplexes Thema ist. Und meiner Ansicht nach machen wir als Partei auch an dieser Stelle wieder den schönen Fehler, dass wir eine Diskussion führen, bevor wir das Thema richtig verstanden haben und auch uns gebildet haben an dieser Stelle. Also es gibt für diejenigen von euch, die sich vielleicht ein bisschen interessieren wollen, ich finde einen richtig guten Vortrag, gibt es von Michael Sandel. Ihr kennt wahrscheinlich alle AcademicEarth.org, ja? Das ist eine ganz bekannte amerikanische Seite, da gibt es einen sehr guten Vortrag über Justice. Also es geht genau um Gerechtigkeit und auch um Gerechtigkeitsempfinden. Kostet nichts, könnt ihr euch mal anschauen, der einfach mal die Komplexität dieses Themas eben von der Standpunktseite her
deutlich macht. Und wenn wir das mal klar haben, dann können wir auch erstmal anfangen, über so etwas Komplexes wie Gerechtigkeit zu sprechen. Sonst wird das beliebig und wir landen. Das ist schon beliebig. Ja. Ja. Also ich finde einfach ein Hauptproblem dieser Partei ist, dass wir dauernd über Sachen labern, von denen du keine Ahnung hast. Ja. Nochmal ganz kurz zu dieser Gerechtigkeit. Wir müssen als Partei aufpassen, dass wenn wir den Überbegriff haben, jeder sollte das Gleiche haben und jeder sollte die gleichen Voraussetzungen haben, beziehungsweise gerade was Gehälter und alles angeht, müssen wir schwer aufpassen, dass wir nicht auf die kommunistische Schiene wandern. Wieso? Weil da ist ja der Grundsatz der Gleichheit klar definiert, was alle bekommen. Und Gleichheit muss sein, dass ich für meine Arbeit das gleiche Geld bekomme, wie der, der gleiche Arbeit macht. Ja? Also Frauen bekommen immer noch weniger für dieselbe Arbeit, die ein Mann macht. Das ist richtig. Der Westen bekommt mehr Geld wie der Osten als Lohn. Ja, und in Indien gibt es noch weniger. Da sollte die Gerechtigkeit mehr definiert werden, als wenn wir dann sagen, alle kriegen das gleiche Gehalt überall. Dann sind wir bald beim Kommunismus, müssen dann nicht mehr aufpassen. Ja. Das ist eine dieser Gefahren, wenn man mit dem Begriff einfach irgendwie rumwirft, in meinen Augen. Und ich möchte aber nochmal, ich habe jetzt ehrlich gesagt auch nicht ganz verstanden, was Matthias hatte sagen wollen, aber... Konkreter werden. Und dann müssen wir einfach ganz klar ein Themenfeld, Steuerrecht, da müssen wir uns Gedanken machen und da muss was hinten rauskommen. Und Steuerrecht findet... Viele andere Dinge finden statt. Lohnfindung. Ja? Man kann das auch einführen über direkte Beteiligung, dass man sagt, wir machen zwar ein Steuerrecht, aber die Steuersätze. Fragen wir jeden Steuerbürger in einer Umfrage. Und wer enthalten hat, das gelitten. Das kann man locker organisieren. Die Kleinen wollen das herrschen für mich. Das ist mir schon klar, aber dafür müssen wir Piraten stehen. Wenn man am Stand sagen kann, wir haben zwar ein Gesetz, aber die Steuersätze, wenn wir euch fragen, euch Wähler, jeden einzelnen Steuerbürger, selbst die uns nicht wählen, ja, ihr bekommt ein Schreiben vom Finanzamt, das wird per Gesetzverordnung durch, dann kann das jeder angeben. Dann haben wir was konkret. Und wir müssen halt diese Fragen konkret umsetzen. Das Lebensmittelrecht, wie auch immer, dass man mehr Einblick hat in die Waren und so weiter, das ist klar. Aber das ist ja ein Anspruch und den müssen wir formulieren. Ja, also das würde ich ja auch sehen. Ja, bitte. Aber bitte eingepackt in ein Gesamtkonzept, zum Beispiel bedingungsloses Grundeinkommen. Ja, klar. Sobald das eingeführt ist, brauchen wir keinen Mindestlohn, wir haben die Steuersätze, müssen daran, also je nach Modell. Genau. Wenn man ein so Gesamtkonzept hat, wir wollen Freiheit, Transparenz, Teilhabe. Genau. Und da müssen wir sehen, wie wir das, wenn wir das auf einen Einzelpunkt isolieren, verlieren wir uns. Wenn wir das in der Gesamtglaube sagen, also mit dem und dem Modell, passt das und das zusammen. Okay. Welches Modell wollt ihr? Genau, sehr gut. Ne? Okay, also das wäre jetzt. Ein Punkt hätte ich noch, weil der Herr Merz bei dem Betreuungsgeld den Fehler gemacht hat, dass er gesagt hat, ihr lehnt es ab, anstatt zu sagen, wir lehnen das Betreuungsgeld ab, wollen wir für jedes Elternteil das Grundeinkommen. Er hat nämlich es nur abgelehnt. Das war, würde jedem eins passieren. Da hat er nicht umgeschaltet. Das könnte mir auch passieren, kann jedem passieren. Das ist normal. Da hätte er was sagen müssen. Und dann wäre er auch nicht in der Pro-Ecke für die anderen Parteien gekommen. Dann hätte er unsere eigenen Schwammung. Also das ist ja auch meine, ich mache jetzt das Schlusswort sozusagen, weil wir jetzt am Ende sind mit der Zeit. Aber das ist ja auch, was ich denke, was jetzt durchgekommen ist, dass man einfach wirklich in diesen konkreten Fragen, zum Beispiel Vermögensverteilung oder meinetwegen Einkommensverteilung, sagt, ja, es gibt da irgendwie sozusagen eine gewisse Begrenzung dessen, was wir gesellschaftlich für akzeptabel halten in der Spreizung. Und darüber machen wir jetzt einfach einen Volksentscheid. Und das ist der Unterschied zu den anderen Parteien, weil die Linken, die wissen genau, wie das läuft, die müssen nicht das Volk fragen, die wissen ja von sich aus, und weil die den Karl Marx gelesen haben, wissen die, so und so muss es laufen, und dann diktieren sie das. Und die Liberalen, also sogenannten oder die Korrupten und so, die sagen halt, ja, es ist uns ganz scheißegal, der Markt wird sich schon sortieren, und das heißt, der Stärkste wird nachher diktieren, was läuft. Und das wäre unser dritter Weg, und dann wäre halt die Frage nur, ob wir, wie stark wir mit dem Begriff Gerechtigkeit umgehen oder wie wir den auch vielleicht entlarven können oder wie wir den zumindest so aufarbeiten können, dass diese Fragen auch diskutiert werden. Was ist eigentlich Gerechtigkeit? Weil solange das nur so läuft, ja, ich bin dafür Gerechtigkeit und der ist ja gegen Gerechtigkeit und deswegen ist der ein Böser, solange ist der Begriff in meinen Augen wirklich extrem sinnlos. Okay, vielen Dank fürs Mitmachen.